Ja, es ist eine lange Geschichte. Ich habe immer gesucht meine Identität, natürlich. Und als ich meine Hochschule fertig machte, ich wollte eigentlich, ich habe nicht gewusst, ob ich Priester soll werden oder ein Mönch oder ein einfacher Zivilmensch. Ich war immer offen. Und dann natürlich, ich habe versucht, ein Sozialjahr zu machen in Budapest bei uns im Krankenhaus. Und dort habe ich entdeckt, dass eigentlich, was ich gesucht habe, das ist dieser Orden. Das war sehr interessant. Ich habe immer Angst gehabt von den kranken Menschen, kranken Leuten. Und einfach, damals der Vater Gerhard, der ist ein ungarischer Mitbruder, hat mir empfohlen, dass ich mit ihm zusammen zu einem schwer verletzten Patienten gehe. Schwer verletzter Patient und ja, damit ich mithelfe beim Pflegemanagement. Und in dem Moment, was auch viele Heiligen suchen von Gott, was willst du Gott, dass ich tue für dich? Diese Antwort ist zu mir gegeben, das da. Na, lag ein kranker Mensch im Bett und ich habe nie mehr Angst gekriegt von dieser Situation. Ich habe diese Gottes Segen und die Gottesliebe gespürt in mir. Und das war der Moment, wo ich sagte, okay, das ist mein Weg.